Der namenlose Held hat den Fokus von den Meeresklippen in der Tasche, will an selbigen aber noch ein bisschen jagen gehen. Ich gehe vielleicht mal zum Schiffswrack da runter an den Strand, wer weiß, wer da noch pickt. Und immer schön die Augen offen halten, weil jetzt hier im Wald Schattenläufer und Bluthunde sein könnten. Das wäre alles suboptimal. Ach, da sind die vielen Warane gewesen. Ah, ich verstehe. Speichern. Die mache ich jetzt mal im Schnelldurchlauf klein. Nicht schön, aber selten. Was sagt hier das Inventar? Also, na, Charakterblatt. Ich brauche noch 3000 Punkte. Oh je. Hier habe ich was. Heilkräuter. Also es geht ja, ich will mich nicht beschweren. Das ist ein bisschen fummelig, aber man kriegt die schon klein. Und ich habe ja genug Nahrungsmittel geklaut, um mich hochzuheilen. Muss die Tränke gar nicht unbedingt benutzen. Und ich wollte mal zum Wrack runterschauen, richtig. Da ist doch bestimmt auch mindestens ein großes, dickes, böses Ding. Oder ist das schon außerhalb der Barriere? Nee, glaube ich nicht. Oh, da sind Feuerwarane. Nein, die sind schlimmer als Warane. Überall. Scheiße. Okay, ich gehe wieder. Für die brauche ich echt Magie. Das ist ein Varan im Quadrat. Nee, schlimmer noch. Und ich könnte auch irgendwie Feuer spucken, glaube ich. Da oben war ich schon mal vor der Tür. Da ist nichts gewesen. Kein Vieh. Es bleibt auch gerade so. Hm. Ob Nyras jetzt wieder ins Lager zurückgerannt ist, ins Sumpflager. Wenn ich denen erzähle, was der gemacht hat, dann wird er den Kopf kürzer gemacht. Aber wahrscheinlich erzählt er denen, ich wurde überfallen von diesem blöden Typen aus dem alten Lager, der hat mir den Kristall abgenommen. Und dann glauben die natürlich ihm statt mir. Logisch. Und ich habe mich verlaufen. Mist. Ich muss gefühlt in die Richtung zurück. Ja, ich gebe mal Yberion diesen Fokuskristall zurück, damit die Queste mal abgeschlossen ist. Was seid ihr denn? Ach, ihr seid diese Urkunde. Nein, 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 nein. Das möchte ich nicht haben. Hier rüber und dann links rum. Da ist ein Snapper. Nein, das sind zwei Snapper. Ob ich mich mit Snappern anlegen kann mittlerweile? Das ist eine gute Frage. Snapper sind fies. Ich probier's mal. Also ich kriege die tot, aber die machen zu viel Schaden. Die machen viel zu viel zu viel zu viel Schaden bei mir. Das wird bei einem schon knapp bei zwei. Ach. Bei zwei ist es gleich mal völlig unmöglich. Und oh, wenn du jetzt alleine kommst. Nein, Held, geh doch in den Nahkampf. Ich drück doch die Nahkampftaste. Bist du doof? Och, naja, wenn du alleine kommst, dann geht's ja. Also, Held, wenn ich dir sage, nimm die Waffe, dann tu bitte nicht nichts und zieh auch nicht den Bogen. Mit Waffe meine ich schon den Stab. Ihr könnt mir glauben, dass ich die richtige Taste drücke. Ganz, ganz, ganz bestimmt. Aber irgendwie. Ich habe hier Kralle und vier Zähne und der zweite geht auch noch, weil er alleine ist. Aber auch nur deswegen. Zu zweit? Nein.
Der geht überhaupt nicht. Scheiße. Der geht gar nicht. Weg, weg, weg. Lauf, 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 lauf. Held. Held. Beweg dich doch, wenn ich's dir sage. Ich halte mich jetzt von diesen Viechern fern. Auch von dir, auch wenn du wieder alleine kommst. Der kommt wirklich wieder alleine. Einmal noch. Ein Versuch noch. Einen einzigen. Der beißt halt unglaublich kräftig zu. Das ist das Problem bei diesen Viechern. So, nochmal. Gluck. Gluck. Und was zu beißen. Nimm den Schinken. Nummer 2. Ja, komm. Genauso langsam wie der andere. Und hol dir deine Packung ab. Ja, wenn man immer den richtigen Moment erwischt, dann geht's ja. Was natürlich bei einem möglich ist, bei zweien geht's gar nicht. Gut. So. Das möchte ich nicht nochmal machen, darum speichern. Und dann wollte ich eigentlich alleine, ohne Snapper am Arsch, zurück zum Sumpflager. Und auch nicht von einer Meute Orkhunde aufgefressen werden, bitteschön. Das wäre mir sehr lieb. Oh, da sind sie schon. Oder? Das sind Orkhunde, richtig? Nee, das sind Wölfe. Die Orkhunde sind da hinten. Die Wölfe gehen natürlich. Die müssen sogar gehen. Die müssen sogar ganz dringend gehen. Ja, bei dem geht der Fernkampf. Ich finde 3 Wolfsfelle und 6 Zähne. Waren das hier alle? Ah, ich hoffe es mal. Das Sumpflager ist irgendwo in die Richtung, aber da ist auch dieser Schattenläufer. Naja, ich will ja sowieso ein bisschen jagen. Ich laufe ja ein bisschen am Bach lang. Biege dann nach links ab und dann zurück in Richtung Sumpflager. Und dann gibt es hoffentlich 1000 Erfahrungspunkte für diese schwere Queste, aber es gibt bestimmt nur 150. Das wäre jetzt mein Tipp. Oh, da ist ein kleines, pickendes Wesen. Und ich schieße zwischen beiden durch. Nee, doch nicht. Prima. Scavenger. Fleisch und Fleisch. Dieser fiese Wald da. Wechselt immer gleich die Musik auf sowas Fieses, Gefährliches. Ja, nicht von ungefähr. Der Schattenläufer ist ganz bestimmt noch da. Ich weiß es ganz genau. Da hinten. Ich sehe ihn. Okay. Der ist weit genug weg. Der wird mich nicht angreifen. Wenn doch, gute Nacht. Ist hier was Neues? Irgendwo da vorne auf der Varanen-Sandbank? Da. Bitte nicht zum Schattenläufer rennen. Bitte, 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 komm zu mir. Ach, Mann. Jetzt rennt die irgendwo hin. Die haben was gesehen. Ich war's, ich war's.
Das war mehr oder weniger perfekt. Zwei Wolfsfälle, vier Zähne und einmal Scavengerfleisch. Ich habe auch den Scavenger erschossen. Wobei den hier leider nicht. Da hinten sind Blutfliegen. Das ist aber auch ein Schattenläufer. Ah, aber die Blutfliegen hätte ich auch ganz gerne wieder. Die kann ich ja vielleicht anlocken. Wobei ich habe noch nie im Fernkampf eine Blutfliege getroffen. Richtig, da ist der Schattenläufer. Da sind die Blutfliegen. Man kann sie aber anlocken. Mit stumpfem Hinstellen und sehen lassen. Nein, Nahkampfwaffe habe ich gesagt. Danke. Ja, komm zu mir. Da hinten ist der Läufer. Kommt gerade in die Richtung hier so ein bisschen. Ich finde zweimal Blutfliegenflügel und einen Blutfliegenstachel. Das mal zwei alles. Es waren drei Blutfliegen. Wo ist Nummer drei? Summi. Summi, wo bist du? Ich brauche doch die XP ganz, ganz dringend, damit ich ein Meisterdieb werden kann. Die dritte Blutfliege ist weg. Sie ist wie vom Schattenläufer gefressen. Da ist der Schattenläufer. Tja. Summis. Wenn ihr nicht mehr da seid, was soll ich machen? Ach, da. Schnell plündern, vier Flügel, zwei Stacheln. Und dann weg hier aus dem Wald. Da oben ist schon der Schattenläufer, ja. Ganz schnell hier weg. Ich glaube, ich habe ja das Wichtigste jetzt erjagt. Was erjagbar war. Halt! Die Isegrims gehen noch. Treff mal, ja, gut. Perfekt. Zwei Wolfsfälle, vier Zähne. So, jetzt aber weg hier. Der Bluthund war, glaube ich, mehr in die Richtung. Ja, das heißt, hier habe ich jetzt bis zum Sumpflager eigentlich keine Gegner mehr. Ich gehe diesmal eher so auf dem Weg lang. Vielleicht war da ja doch noch irgendwas. Und ich glaube, ich sehe einen Pilz. Schon von Weitem. Ja, genau. Der wird gepflückt. Ich glaube, Kräuter sind nicht neu, oder? Nach dem Kapitelwechsel. Sklavenbrot war das. Oder wachsen die auch nach? Ja, es wäre ein bisschen dürftig, was hier nachgewachsen ist, weil ich hier schon mal gepflückt habe. Da müsste mehr nachgewachsen sein. Das wird wohl ein rudimentärer Pilz gewesen sein. Den habe ich vergessen und übersehen beim bisherigen hier langlaufen. Und dann trage ich mal im Sumpflager den Fokuskristall zu Iberion, nachdem ich 20 Minuten lang durchs Lager geirrt bin, um den Tempel zu finden. Lester. Sind wir gleich da? Wenn du aufhörst, mich zu fragen, geht es schneller. Hier mich doch mal.
Ich habe es mir anders überlegt. Du weißt ja, wo du mich finden kannst. Zeig mir den Weg. Zum Tempel. Folge mir. Hahaha, Lester, zeig mir den Weg zum Tempel. Hurra. Ich verlaufe mich nicht. Schön. Die wussten schon genau, warum die hier am Sumpflager Lester an den Eingang stellen und ihm ständig die Option geben, dass er einen durch die Gegend führt. Ich bin offenbar nicht der Einzige, der hier massive Orientierungsschwierigkeiten in diesem Sumpflager hat. Ja, aber jetzt finde ich es auch alleine, Lester. Alles gut. Hier ist der Tempel. Ich werde auf dich warten. Aber wenn du dir zu viel Zeit lässt, dann gehe ich zurück zu Barnamil. Danke, das ist lieb von dir. Lester. Der Fremdenführer im Sumpf. Ich frage mich, wo Nyras ist. Speichern. Hallo, du. Na? Iberion, lass dich mal ansprechen. Iberion. Hey, du. Der Novize Nyras hat den Verstand verloren. Er faselte davon, dass der Schläfer zu ihm gesprochen habe und ihn als einzigen Diener auserwählte. Dann griff er mich sogar an und wollte mich töten. Die Macht des Schläfers ist so gewaltig, dass sie unvorbereitete Seelen in Verwirrung stürzen kann. Nur wir Gurus haben durch jahrelanges Meditieren die seelische Stärke gewonnen, die Stimme des allmächtigen Schläfers zu ertragen. Ich habe den Fokus gefunden. Hervorragend! Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Bring nun den Fokus zu Kor Kalom. Er wird wissen, was zu tun ist. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Da du kein Bruder unserer Gemeinschaft bist, werde ich dich entlohnen. Nimm dieses Amulett als Zeichen meiner Dankbarkeit. Das klingt aber gut. Amulett habe ich bisher nicht. Was ist das wohl? Es gibt Schutz vor Feuer. Ja, das ist nicht das, was ich gerade brauche, aber danke. Also Feuerschutz-Amulett habe ich bekommen. Schön. Ich hoffe, Lester ist noch da. Dann könnte ich mich zu Kor Kalom führen lassen. Lester, bist du noch da? Ja, oder? War nicht besonders oh, Schwein gehabt. Ich glaube kaum, dass ich daran erinnern will. Zeig mir den Weg. Erstmal abwarten. Zum Alchemielabor. Folge mir. Ja, muss ich auch langsam fragen. Wie oft habe ich dich ja schon rumgeführt? Kannst du es dir nicht allmählich mal merken? Antwort, nein, kann ich nicht. Das gab 350 Erfahrungspunkte, das war mehr als gedacht. Ich hatte mit 150 gerechnet. Und Nyras scheint nicht in Ungnade gefallen zu sein. Wenn du die Leiter raufsteigst, dann kommst ich warte. Ja, das ist mir jetzt bekannt. Leiter? Welche Leiter? Ach, hier. Geh mal hoch. Wahrscheinlich kann man sich nur im bekifften Zustand hier dem Lager zurechtfinden. Das wird wohl das Problem sein. Wer bist denn du? Hey du. Ach ja, ich muss ihn nochmal ansprechen, weil das war durch meinen Absturz neulich irgendwie wieder verloren gegangen. Ich klicke das mal gerade durch. Hi. Ich bin kein... Ja. Dann war ich... Und was... Ich helfe im Wesen... Wo be... Quarla, falls du... Er ist je... Was kannst... Er ist... So. Das hatte ich ja im Video alles schon mal gezeigt, aber da war mir kurz danach beim letzten Mal das Video abgestürzt und dann war Kane irgendwie nicht mehr da und deswegen war der Dialog wieder... nicht durchgeführt, quasi im Spiel. Und hier auch nochmal speichern. Hey du. Was willst du?
Iberion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte. Verflucht. Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich die Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Du weißt doch, was Mindcrawler sind. Ich glaube kaum, dass ich daran was erinnern kann. Ja. Ausgezeichnet. Erzähl weiter. Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir. Du bekommst sie vom Schläfer. Nicht möglich. Schweig, Narr! Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist, nur dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Mindcrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Habt ihr die Mindcrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Mindcrawler seziert, aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Wo finde ich die Mindcrawler? In der alten Mine. Wie kämpfe ich am besten gegen die Mindcrawler? In der Mine sind Templer. Sie jagen die Crawler wegen ihrer Zangen. Wende dich an Gor Navid. Er wird dir helfen. Wie soll ich in der Mine das Nest finden? Das ist der schwierige Teil der Mission. Ich kann dir weder sagen, wo noch was du suchen musst. Aber der Schläfer wird bei dir sein. Na, dann bin ich ja beruhigt. Das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer oder finstere Suche. Wenn ich das sage, kriegt er mir vielleicht irgendwas Lichtzauberartiges und das hier? Was macht das? Das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer. Nimm diese Heiltränke mit. Ich gebe sie dir nicht, weil ich unbedingt will, dass du am Leben bleibst, sondern weil diese Aufgabe erfüllt werden muss. Och, danke, wie liebenswürdig. Iberion sagte mir, du würdest mich entlohnen. Hat Iberion das gesagt? Ach, ich behaupte es einfach mal. Iberion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Tatsächlich? Hat er das gesagt? Nun gut. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. Ja, nehme ich gern. Gut. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Ja, das wird er ganz bestimmt tun. Geh mal raus hier aus dieser komischen Bude. Hier wird man ja von den Dämpfen schon ganz komisch. Ich sollte was essen. Ich habe 5 Heiltränke abgestaubt durch diese Nachfrage. Das ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Mindcrawler, das klingt gefährlich. Sehr gefährlich. Speichern. Ich kann jetzt entweder mich zur alten Mine zu den Mindcrawlern begeben oder noch ein bisschen rumjagen und versuchen, weitere Erfahrungspunkte zu machen. Irgendwie habe ich darauf gerade jetzt mehr Lust. Es sind ja doch wieder einige da und Lester ist weg. Scheiße, jetzt weiß ich ja nicht, wie es hier rausgeht. Oh Mann. Tja. Ich wollte mir merken, wie es von hier aus rausgeht. Ist das hier rum? Der Schläfer erschien vor langer Zeit. Ist das da Melvin? Nee, das ist falsch. Der andere Weg? Ah, es ist so lächerlich. Sie arbeiteten ohne Unterlass. Tage, Wochen, Monate. Da? Und das Lager wuchs heran. Mehr Männer kamen dazu, die dem Ruf des Schläfers gefolgt waren. Hier?
Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Nein, ist auch falsch. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ich kann es mir nicht merken. Ich kann mich in diesem Lager nicht orientieren. Es ist unglaublich. Es ist nicht gespielt. Die Visionen wurden deutlicher. Jedoch war die geistige Kraft der Brüder nicht ausreichend für einen Kontakt. Hier, irgendwo läuft man doch drunter durch, um zu Lester zu kommen, also zum Ausgang. Das muss ja dann wohl hier gewesen sein. Hier liegt Melvin, oder sitzt, genau. Und dann ist da hinten Lester. Oh. Okay, also an der einen Kreuzung, ja, rechts an diesem Baal-Dingensbummens vorbei. Baal-Kadar, glaube ich. Gut. Dann laufe ich jetzt mal im Schweinsgalopp zurück ins alte Lager. Beziehungsweise nein, ich laufe im Schweinsgalopp ins neue Lager, weil ich dort Dietriche kaufen möchte. Also, Tempo. So, ich laufe jetzt doch erst ins alte Lager, um hier einmal zu übernachten. Es ist zu dunkel. Hier sind ja überall neue Viecher. Da war gerade schon ein Varan. Den hat leider Pacho für mich erschossen. Erfahrungspunkte AD. Und ich glaube, von hier auf dem Weg zum neuen Lager sind noch mehr neue Viecher. Die werde ich gerne selber erlegen, aber dazu muss ich was sehen. Also, irgendwo hier mal mich ins Bett hauen. In mein eigenes, idealerweise. Und dann geht's am nächsten Morgen Richtung neues Lager, um dort zu schlafen. Quatsch, um dort Dietriche zu kaufen. Mensch. Und auf dem Weg dorthin wird gejagt. Das ist der Plan. Und er wird aufgehen. Es ist ein guter Plan und die Fackel brennt immer noch und weist mir den Weg. Ich könnte einfach im Sumpflager auch Fackeln auf den Boden schmeißen, um mir irgendwie so ein paar Leuchtfeuer zu geben. Von wegen hier geht's zum... Ja, irgendwo hin. Ja? Wäre eine Variante. Erstmal schlafen. Ein neuer Tag und nichts. Hat sich geändert. Doch, es ist wieder hell. Und das brauche ich auch. Ich glaube, ich habe gerade schon irgendwas picken gehört in der Nähe. Von Pacho. Das könnte sein, dass da neue Scavenger aufgetaucht sind. Und das kann ich ja nicht so lassen. Auf keinen Fall. Die gehören gerupft. Da mache ich schöne Daunenkissen und hänge die Scavenger genauso auf wie in diesen Jägerlagern. Ich finde es übrigens komisch, dass ein einziger Scavenger, ein einzelner Scavenger, lediglich einmal eine Portion Fleisch liefert. Das ist doch ein bisschen untertrieben, oder? Ah, ich habe mich nicht verhört. Das war die Tasse für den Nahkampf. Danke. Held. Schnauze. Perfekt. Zwei Fleisch. So darf das gerne weitergehen. Vielleicht ist ja hier in der Höhle, wo Neck lag, wieder irgendwas eingezogen an Viehzeug. Sieht gerade nicht so aus. Mal reingeillert. Nö. Gut, dann aber trotzdem den Weg zum neuen Lager. Ja, ich werde den Weg zum neuen Lager jetzt auch mal im Schweinsgalopp zurücklegen und falls da irgendwelche Viecher zwischendurch auftauchen, dann werde ich die auch platt machen. Und damit ist das Video dann auch zu Ende und weiter geht's im nächsten Teil. Bis dahin!